Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect, Staffel Nummer 8, Tag Nummer 33 mit 23 Grad. Es sollte Sommer oder Frühling, genau, Frühling ist es noch in unserem kleinen Gefängnis und wir haben in der letzten Folge hier oben den wunderschönen Weg fertig gemacht und unsere komplette Baumschule in den Griff bekommen. Ich hoffe mal zumindest, das kann man so detailliert beschreiben. Wir werden uns in dieser Folge entsprechend mit noch ein paar weiteren grundlegenden Sachen unseres Gefängnisses beschäftigen. Nämlich, solange noch Tag ist, möchte ich ganz gerne anfangen, den ersten Knasttag, den wir hier haben, grundlegend, in Betrieb zu nehmen. Das bedeutet, dass wir hier tatsächlich auch die entsprechenden Sachen hier einbauen. Das heißt, den Boden und die ganzen anderen optischen Sachen, die noch reingehören. Übrigens zusätzlich natürlich auch die ganzen Keramikfliesen, die leider Gottes auch immer noch mit rein müssen. Das bedeutet, bis dahin kommt Keramikfliese und hier oben kommen die weißen Fliesen rein, die wir ja auch immer so schön schätzen, weil sie so schön aussehen. Hier oben kommt wieder Keramikfliesen rein. Das Ganze ist erstmal ganz schön teuer für uns jetzt für wenige Sekunden, dient aber natürlich der üblichen Sache, dass wir hier ein wenig, ein wenig optisch was Schöneres hinbekommt. Ich möchte deswegen zusätzlicherweise übrigens jetzt auch die Wachtürme hier in Betrieb nehmen mit den $3000 an der Stelle und den $3000 an der Stelle. Außerdem würde ich ganz gerne im Verlauf des weiteren Tages hier oben den zweiten Zellenblock ebenfalls fertig kriegen, damit wir heute mal richtig Fortschritt hier draufstehen haben und damit diese Löcher im Boden irgendwann mal weggehen, weil das sieht immer ein bisschen doof aus, finde ich persönlich. Keramikfliesen, zack, bis darunter. Ihr seht schon, das kostet uns am meisten. $3000 kostet uns der Flur und das hier kostet uns 1600 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Der Flur allein kostet uns viel, viel mehr als der Rest von dem ganzen Trakt hier. Aber so ist das halt eben. Wir wollten es ja optisch möglichst schön machen. Hier übrigens habe ich vergessen, die Sachen auszuweisen. So, das heißt, das hier unten ist ja schon alles fertig. Dieser Zellenblock wird jetzt gerade fertig, übrigens mit den weißen Fliesen für die Küche übrigens übereinstimmend und den Marmorfliesen für das hier oben. Damit haben wir zwar jetzt endgültig ganz schön viel Geld ausgegeben, aber es dient ja jetzt der optischen Schönheit unseres kleinen Gefängnisses. Und dadurch, dass wir jetzt ausnahmsweise mal einen Moment haben, wo hier unten kein Baum fertig ist, auch wenn die ersten schon wieder fertig werden, möchte ich natürlich unser Personal gerade mal kurz so ein bisschen fesseln, sodass sie das ja auch alles rechtzeitig fertig kriegen, damit das schöner aussieht. So alt, so neu. Man sieht den Unterschied nicht ganz so stark, aber ich denke mal, man kann behaupten, dass es danach doch deutlich besser aussehen wird. Außerdem müssen wir das am Tag machen, weil nachts sind die Zellen ja verschlossen. Das ist dann etwas schwierig, sonst müsste ja für jede Zellentür ja extra wieder eine Wache kommen und die aufschließen, nur damit unser Personal da eben durcharbeiten kann. Und das möchte ich eigentlich eher nicht. Eine Stunde dauert die Arbeitszeit noch, also eine Stunde ist hier am wenigsten los in den Zellentrakten. Das heißt, in der Zeit sollten möglichst auch alle Arbeiten abgeschlossen sein. Ich denke mal, wir werden ungefähr in die Richtung kommen, auch wenn hier oben natürlich gerade auch ein paar Leute sich hier oben mit diesen Kleinigkeiten beschäftigen müssen. Aber auch das ist wichtig. Und ihr seht schon, alles ist fertig geworden. Zack, bumm, fertig aus. Die ganze Zellentrakt ist fertig und aus irgendwelchen Gründen sind $5 Millionen weg. Komisch, ne? Ja gut, wir wissen ja mittlerweile, woran es liegt, dass das Ganze so teuer ist. So ist das halt eben. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Übrigens werden wir das Ganze jetzt nämlich hier unten weiterführen. Das heißt, ich werde jetzt auch hier den Parkettboden reinziehen. Ich werde hier ebenfalls den Parkettboden reinziehen. Ich werde hier ebenfalls mit Marmorfliesen arbeiten, weil das hier der schöne neue Flurtrakt werden soll, der natürlich auch schön aussehen soll. Bis dahin natürlich. Hier vorne kommen Keramikfliesen rein, weil ich das so möchte. Da kommen Keramikfliesen rein. Hier kommt natürlich ein Parkettboden rein. Da kommt ein Parkettboden rein. Ihr seht schon, das Ganze hier vorne wird uns auch nochmal richtig Geld kosten, weil auch hier oben kommen Keramikfliesen rein und so weiter und so fort. Und ich hatte, glaube ich, mal angesprochen, dass ich doch ganz gerne hier dieses Pumpwerk nochmal umdrehen möchte. Das werden wir, denke ich mal, heute Nacht problemlos machen können, dass wir hier mal eben die ganze Wasserversorgung einmal um ein paar Grad drehen können, weil ich glaube, das wird ganz wichtig, dass wir das abarbeiten. Wäre mir zumindest ganz wichtig, weil dann sieht das Ganze nämlich ein bisschen schöner aus. So, das muss noch gebaut werden. Wie gesagt, es geht einfach darum, dass das Ganze hier dann alles am Ende auch mal ein bisschen schöner aussieht. Personalraum ist ja auch fertig. Es ist schön, guckt euch das an hier, was hier los ist, das muss noch eingebaut werden, da oben fehlt noch eine Stelle und wir sind ein bisschen ins Minus gekommen, och nein, wie tragisch. Ja, ihr seht schon, also die optischen Sachen kosten in diesem Gefängnis einfach am meisten,
Aber das macht gar nichts, weil wir ja jetzt wieder den wunderschönen Tagesaufgabe haben, hier ein bisschen Geld einzunehmen. Deswegen, ich versuche wieder mal so schnell wie möglich alles zusammenzuziehen, beziehungsweise eigentlich muss ich das jetzt gar nicht, weil ich ja einfach am Gesamtkontostand hinterher sehen kann. 500 Euro Minus hatten wir am Anfang, jetzt gucken wir mal, wie viel hinterher übrig bleibt von den 500 Euro Minus. Ist ja mal schön, dass man das auch mal so rummachen kann. Am Tag geben wir Geld aus, in der Nacht holen wir uns das Geld einfach wieder. Wenn es nur immer so einfach wäre im Leben, ne? Ist ja traumhaft. Es gibt ja nichts Schöneres. So, das nach da, hier vorne natürlich auch nochmal ein bisschen was. Wie gesagt, der Grund, warum wir keinen Exportraum benutzen, haben wir ja schon mal geklärt, so mehr oder weniger. Ja, und wir haben 60.000 Euro eingenommen mal eben, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, das ist in Ordnung für heute, ne? Genau, 60.000 Euro haben wir eingenommen mit dem simplen Verkaufen von diesem ganzen restlichen Zeug. Und hier unten werden die ersten Bäume schon wieder fertig, um das hier in Zukunft auch am Laufen halten zu können. Also ihr seht, ich würde behaupten, es ist eigentlich alles sehr... Hoppala. Es ist eigentlich alles sehr entspannt. Was ist denn hier los? Gefangenen angegriffen hat er. Welchen denn? Ihn hier. Und der hat... Ah, so, okay, unbekannter Ruf. Meine Damen und Herren, ich befürchte, wir haben hier jemanden, der bald sterben wird. Das ist nämlich er hier. Er hier ist nämlich unbekannter Ruf momentan und hat leider Gottes höchstwahrscheinlich gefährliches Verhalten im Straßenverkehr mit Todesfolge. Ich gehe stark davon aus, dass der Kollege hier ein Spitzel ist. Und weil der ein Spitzel ist, werden wir ihn jetzt mal eben kurzzeitig, wie soll ich sagen, wir müssen ihn jetzt mal vermutlich in Schutzhaft nehmen. Allerdings kann ich das jetzt nicht so einfach machen, weil ansonsten haben wir eventuell hinterher den hier tot. Also pass auf, folgendes. Ich werde jetzt mal, es ist momentan noch Essenszeit, wenn die Essenszeit rum ist, werde ich ihn hier oben, unseren Informanten, mal holen und den in wenigen Sekunden mal eben... entführen in Richtung der notwendigen Staatssache. Es ist momentan kein Verdacht auf ihm, das finde ich sehr gut, weil ohne Verdacht wird ihn vermutlich auch keiner so großartig auf die Füße treten wollen, um es mal so auszudrücken. Das heißt, wenn ich jetzt mal eben warte, bis das Essen rum ist, ich weiß, es ist etwas ärgerlich. Wir werden hier unten übrigens mal den Nächsten informieren, weil rekrutieren wollte ich sagen, weil das haben wir dringend notwendig, muss man einfach mal so sagen. Du kannst weg. Der da vorne, den wollte ich aktivieren in wenigen Sekunden. Denn der muss mir noch dringend sagen, ob der Kollege, den wir da hinten gerade eben verprügelt gefunden haben, ob der eventuell ein Spitzel ist oder irgendwas anderes ist, dass der eventuellerweise in Schutz muss. Jetzt ist gerade Freizeit, die meisten werden jetzt schlafen gehen und wenn Schlafenszeit ist, hole ich den aus seinem Schlaf raus und werde ihn ganz direkt unverbindlich befragen, was denn hier so los ist in dem ganzen Chaos-Knast hier vorne. Ich glaube, das wird ganz wichtig, dass wir das mal irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle nehmen. 3, 2, 1 und es ist Autosaving und Schlafenszeit jetzt. So, das heißt, wir werden ihn jetzt mal dringend bewegen. Nee, nicht dich, den anderen. Und werden mal hoffen, dass wir jetzt da unten so die ein oder andere Information zukriegen. So, da oben wird er gerade weggebracht, kann das sein? Ja, er wird gerade weggebracht. Er hat jetzt natürlich entsprechend höheres Verdachtslevel, auch wenn ich gerade natürlich schon versucht habe, das gering wie möglich zu halten. Dadurch, dass er jetzt natürlich mitten in der Nacht hier hinkommt. So, und wie sieht's aus? Also, oh, da oben haben wir ihn. Der ist Spitzel, der Kollege hier oben, das ist schön. Das erste, was ich machen werde, ist Häftling durchsuchen und seine kompletten Zellen durchsuchen. Und danach... beziehungsweise hier natürlich die Zelle durchsuchen. Und dann werde ich ihn hier, also das bedeutet, dass er mitten im Verdacht steht oder beziehungsweise im Fokus liegt. Und jetzt werde ich ihn natürlich in die Schutzhaft nehmen, weil der ist dringend notwendig. So, wie sieht's denn hier sonst noch aus? Haben wir hier eventuellerweise noch irgendjemanden, der ansonsten noch im Problem liegt? Hier hat jemand eine Spritze dabei, das ist an sich aber erstmal nicht so tragisch. Wer hat denn hier noch schwerwiegende Waffen und ähnliches dabei? Zelle wird durchsucht, Kollege. Eigentlich können wir uns mit den Zellen durchsuchen sparen, weil wir jetzt gleich eh eine Razzia machen werden, aber trotzdem. Der da ist natürlich Informant, aber ansonsten scheint es hier relativ ruhig zu sein. Das finde ich ganz gut. Ich möchte unser Personal erstmal noch eine Sache anweisen. Ich hätte nämlich ganz gerne, dass hier vorne Metalldetektoren hinkommen, die prüfen, welche Leute hier eigentlich in diesen Knast reinlaufen und welche nicht. Bedeutet, wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen Strom ziehen und dann können wir hier nochmal eine Sicherheit mehr schaffen. Und eine Sache, das muss man mal ganz klipp und klar sagen,
Ja, genau, jetzt sind die Sachen gefunden worden. Ach so, ich habe ihn noch gar nicht wieder released, ne? Ja, kann's gehen. Dafür hätte ich den anderen ganz gerne noch mal eben. Können wir den auch noch mal heute Nacht haben? Holt den bitte irgendjemand da raus. Wache, hallo? Wache? Wache! Oh, wir haben zu wenig Personal in diesem Knast. Da oben kommt's. 3, 2, 1, mitkommen. Ja, Richard Moss. Der Verdacht für ihn ist übrigens relativ hoch. Abdeckung ist nur 32%. Ich möchte dich mal eben mehr oder weniger sichern. Ich möchte ungern riskieren, dass du da jetzt gleich tot in der Ecke liegst. Deswegen, Tschüssikowski, danke, dass du für uns, danke, dass du für uns da warst. Du wirst jetzt deinen Arsch daraus bewegen und kommst in Schutzhaft. Wie man sehen kann, ne? Also wir entsorgen jetzt alles, was in gewisser Art und Weise ein Problem darstellen könnte. Weil er ist jetzt Informant, deswegen, ja, wir gehen mal auf Nummer sicher. Ich rekrutiere jetzt übrigens immer mehr Informanten, die jetzt hier momentan noch drin sind. Einfach aus dem Grund raus, dass ich sicher gehen möchte, dass wir da eventuellerweise, wie soll ich sagen, eventuellerweise noch Informationen bekommen. So, Richard Moss, wie gesagt, der Verdacht ist relativ hoch, deswegen bleibt er jetzt mal da hinten im Schutztrakt. Und wie sieht's hier aus? So, was hast du uns denn jetzt noch mitzuteilen? Hast du noch irgendwas Relevantes? Was hat er hier vorne noch versteckt? Ein Knüppel, oh, oder? Das ist natürlich nicht so schön. Extrem launisch, ja gut, er, ja genau, ich wollte schon sagen, er ist nämlich jetzt mittlerweile im großen Verdacht. Das heißt, da müssen wir jetzt mal ganz dringend aufpassen und du wirst jetzt bitte auch mal eben untätig und kannst wieder zurück. Und was wir jetzt machen werden, ist natürlich die übliche Razzia, um sicherzustellen, dass es hier nicht zu großen Problemen kommt. Es scheinen aber tatsächlich nicht allzu viele Gefahrgüter gefunden worden zu sein. Wie gesagt, wir werden jetzt sicherlich haufenweise Drogen und Alkohol finden, aber das ist, wie gesagt, für mich jetzt keine hohe Priorität. Das sind vor allen Dingen diese Kleinigkeiten, die hier eventuellerweise zu Problemen führen. Natürlich sind so Sachen wie Handys problematisch, weil sich die Häftlinge dann natürlich untereinander absprechen können. Aber das wird, denke ich mal, wird sich, denke ich mal, in Grenzen halten. Naja, es läuft. Also wir haben gleich die Zellentrakte alle durchsucht. Wir haben die Knüppel, wir haben die gefährlichen Waffen jetzt so langsam aber sicher offenbar aus dem Verkehr gezogen. Bedeutet, es sollte eventuellerweise ausreichend sein. Wenn hier unten die Zellentrakte auch noch alle durchsucht worden sind, ich habe das Gefühl, wir bräuchten für diese Razzien allein 5 Millionen Mann mehr Personal, aber naja gut. So, da unten geht's auch los. Das muss alles durchsucht werden, das muss durchsucht werden, Tablett durchsuchen, das durchsuchen, das durchsuchen. Es gibt gerade ein bisschen Chaos, dadurch, dass das Essen natürlich auch durchsucht wird, aber naja gut, es ist jetzt Schlafenszeit, gleich ist jetzt Aufstehzeit in einer Stunde, aber solange wie noch Nachtzeit ist, darf hier noch alles in problemlos durchsucht werden. Und ihr seht schon, wie viele Leute jetzt natürlich in die entsprechenden Einzelhaften und sonstigen Dinge reinkommen. Naja, wir werden mal hoffen, dass sich das Ganze so in Grenzen halten lässt. Was ist denn hier los? Wer hat da gerade Stress gemacht? War das im Hochsicherheitstrakt? Ne, im Hochsicherheitstrakt schläft noch alles. Was ist denn los hier? Hat hier irgendjemand Stress gemacht? Verzeihung? Du da vielleicht? Nee, du schläfst nur. Na, ich weiß es nicht. Naja gut, okay. Durchsucht worden ist jetzt auf jeden Fall der Großteil, auch wenn es jetzt gerade Aufstehzeit ist. Genau, vielen Dank. Und auch wenn jetzt hier unten noch eigentlich alles durchsucht werden müsste, ich denke mal, die werden das jetzt relativ zeitnah abarbeiten. Beziehungsweise, ja. Wir lassen die Razzia mal laufen. Ist jetzt eigentlich nicht so tragisch, ob die jetzt auch mitten im Essen noch durchsucht werden, weil die werden das alles abarbeiten können. So, hier brauchen wir noch ein paar Leute, die das Ganze hier auf den Kopf stellen, weil ich möchte jetzt ungern, dass die das jetzt irgendwie aneinander weitergeben können. So, durchsucht, durchsucht, durchsucht. Hier unten muss nichts mehr durchsucht werden. Das ist alles durchsucht. Es fehlen wie üblich irgendwie ein Ort oder sowas, der noch durchsucht werden muss, wenn der abgearbeitet ist. Ich finde es übrigens drastisch, dass wir eine Axt gefunden haben. Also das muss ich mal ganz eben anmerken. Das ist nicht so besonders sicher. Aber ich möchte, und das möchte ich mal in dieser Folge dringend noch abarbeiten, bevor jetzt hier unten gleich wieder in der nächsten Folge mit Sicherheit ganz viel Holzchaos ausbricht. Wir werden mit Sicherheit ein bisschen, wie soll ich sagen, in gewisser Art und Weise brauchen wir vermutlich ein bisschen höheren Sicherheitsstandard in unserem Knast, weil wir haben ja momentan immer noch keine Metalldetektoren vor den Eingängen hier. Und genau das möchte ich jetzt eigentlich mal, wie soll ich sagen, in Auftrag geben, in gewisser Art und Weise. Wenn ich mir jetzt hier unseren Zellentrakte so angucke, dann kann man da ja jetzt, wie gesagt, so reingehen und das ist ja natürlich ein etwas problematisches Ding, weil natürlich hier die Höfe werden abkontrolliert, aber der Zellentrakt selber nicht. Das ist natürlich jetzt nicht so besonders effizient. Wir müssen entweder, wir bräuchten eigentlich müssten wir alle Zellentrakte drehen.
Ich weiß, das klingt jetzt furchtbar, aber wir müssten eigentlich alle Zellentrakte drehen. Wenn wir diese Zellentrakte drehen, wäre dieses Stück Wand hier vorne, wäre hier und wir könnten hier Metalldetektoren für die Kantine hinsetzen. Und wenn wir den drehen würden, wäre das genau andersrum genauso effizient. Also, das wäre zum Beispiel eine Aufgabe, die wir vielleicht in der nächsten Folge angehen müssten, weil ich möchte das so machen. Also, wir müssen diese Zellentrakte drehen, bevor es entsprechend in Anführungszeichen zu spät ist. Das wäre mir ganz lieb, wenn wir das irgendwie in den Griff kriegen würden. Und das bedeutet, wir müssen irgendwie eine Ausweichstelle für unsere Gefangenen schaffen. In erster Linie sorgen wir dafür, dass wir müssen hier 20 Gefangene irgendwo unterbringen. Und das können wir halt eben nur in so einem Schlafsaal wieder. Und das ist jetzt natürlich wieder das große katastrophale Problem, dass das vermutlich nicht so einfach funktionieren wird. Das Einzige, was ich machen kann, ist warten, bis wir nur noch 120 Insassen der normalen Sicherheit haben. Und wenn wir dann nur noch 120 Insassen der normalen Sicherheit haben, dann können wir natürlich sagen, wir machen einen Trakt weg und haben dann entsprechend genügend Kapazitäten. Weil ich sehe gerade keinen Platz für noch einen von diesen großen Schlafsälen irgendwo hinzuklatschen und den dann auch noch effizient irgendwo anzubinden. Ich glaube, das wird ein größeres Problem oder wäre ein größeres Problem. Deswegen lassen wir das Ganze mal ein bisschen in Ruhe, in gewisser Art und Weise. Und ja, ich würde mal sagen, was können wir in dieser Folge noch machen? Vorbereiten vielleicht irgendwas? Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube, da müssen wir warten, bis wir tatsächlich in der nächsten Folge da entsprechend genügend Zeit für mitbringen. Und wir müssen halt, wie gesagt, warten, bis wir hier entsprechend weniger Gefangene in unserem Knast drin haben. Was wir machen könnten, wenn ich mal gerade so überlege, wäre eventuellerweise tatsächlich hier vorne noch ein bisschen Optik mit Betonplatten, meine Damen und Herren. Denn das ist tatsächlich die Art und Weise, die ich hier gerade mal irgendwo verbauen möchte. Bedeutet, das hier alles wird jetzt mit Betonplatten ausgekleidet und das machen wir jetzt ruhig schon mal so weit ringsrum, dass das Ganze fertig wird. Ich denke mal, das sollte in Ordnung sein. Das muss nämlich jetzt alles ringsrum einmal ausgekleidet werden mit Betonplatten und alles andere wird Gras, hat einfach so einen Sicherheitsaspekt quasi. Übrigens, hier vorne habe ich, so. Brauchen wir Betonplatten, da haben wir Betonplatten. So, und dann geht das hier vorne runter. Als Vorbereitung schon mal, damit wir hinterher den Mauerbau auch effizient umsetzen können. Mauerbau klingt natürlich immer blöd, ich weiß, aber es muss ja sein. Das ist ja im Dienste unseres Gefängnisses hier. So, der muss natürlich fertig werden und dann können wir jetzt hier vorne eigentlich sagen, das nach da und das nach da muss auch fertig werden. Und dann können wir das hier vorne auch nochmal machen. Nach da und nach da. Und dann müssen wir das davor natürlich auch nochmal machen. Und dann nochmal. Und dann sollten wir eigentlich optisch gesehen eine relativ schöne Sache zusammengekriegt haben. Hoffe ich. Wie gesagt, es ist alles Hoffnung. Nichts davon ist ja sichergestellt. Aber wenn ich mir unseren Kontostand so angucke, wir werden natürlich viel Geld für die Umrüstung dieser ganzen Zellen bezahlen müssen. Das heißt, wir werden jetzt hier keinen besonders großen ja, finanziellen Aufwand betreiben können. Was wir aber machen können, ist zumindest schon mal eine Sache. Ich würde nämlich ganz gerne mit der Betonwand hier einfach mal anfangen. Ich weiß, es klingt blöd, aber ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren, wie das Ganze dann hier hinterher aussehen wird. Das heißt, wenn ich jetzt mal wie heißt die jetzt? Umfassungsmauer. Meine Güte, man kann auch alles einen schönen, komplizierten Namen geben. Ich werde jetzt erstmal das hier alles nur so machen und das allein hat uns schon 2600 Dollar gekostet. Meine Güte, ey. Aber gut, das ist erstmal das Ziel, dass das fertig wird und dann werden wir überall Personaltüren reinsetzen. Und die können wir eigentlich jetzt auch schon in Auftrag geben, weil das sind ja nur so Kleinigkeiten. Das kostet ja kein Geld, das ist ja einfach nur so ein Dahingeklatsche von ein paar Türen, das sollte kein finanzielles Katastrophchen geben. Übrigens, da kommt für mich eine Lampe hin, da kommt eine Lampe hin, da kommt eine Lampe hin, hier kommt eine Lampe hin, da kommt eine Lampe hin, da kommt eine Lampe hin. Und da unten kommt keine Lampe hin. Okay, alles klar. Das heißt, das wird uns jetzt erstmal ein bisschen Geld kosten. Wir haben immer noch 50.000 Euro. Ist immer noch nicht so, dass wir jetzt schon pleite sind. Wie gesagt, ich spare jetzt ein bisschen Geld auf die Tatsache, dass wir hier die Zellenblöcke umdrehen müssen. Übrigens nur die hier möchte ich tatsächlich so lassen. Oder aber wir drehen die hier hinterher auch und werden dann die Erlaubnis geben, wieder hier rüber reinzugehen. Das wird allerdings Zukunftsmusik. Jetzt erstmal möchte ich sagen, drehen wir das Ganze mal wieder so, dass uns hier erstmal passt. Okay, so viel zu dem Sicherheitsthema. Wir machen also in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr mögt, bis dahin macht es gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und wir schauen mal, was sich machen lässt. Sind vielleicht schon zufällig. Guck mal, einer ist schon entlassen worden. Wir nähern uns unserem Ziel, meine Damen und Herren. Bis dahin macht es gut und einen schönen Tag noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.